Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge zu GTA 5. Nach langer Zeit geht es endlich mal weiter. Ich kann ja gleich mal kurz erzählen, warum es denn momentan wieder so schwierig aussieht mit weiteren Videos. Aber es kommen natürlich wieder neue Videos am Wochenende und so. Naja, gut. Erkläre ich jetzt gleich. Auf jeden Fall heute eine neue Mod oder eine neue Flugzeugvorstellungsfolge. Wir schauen uns einen Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg an. Und zwar die Avro Lancaster oder Lancaster. Ich weiß gar nicht genau, wie die ausgesprochen wird. Ich muss hier nochmal ganz kurz gucken. Avro Lancaster MK3. Ein Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein britischer Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit vier Motoren. Und einigen Besonderheiten. Zum Beispiel die Bewaffnung, da muss ich auch nochmal ganz kurz hier einmal, Bewaffnung. Genau, werden wir uns jetzt hier mal kurz angucken und natürlich auch gleich mal ein bisschen mit herumfliegen, ein bisschen quatschen und so, kennt ihr ja, ne? Einfach nochmal eine schöne GTA-Folge. So, also ein Bomber, ne? Allerdings können wir hier in GTA keine Bomben abwerfen, da gibt es aber glaube ich noch eine Mod, dass das dann auch funktioniert. Habe ich allerdings noch nicht installiert, ist ja auch gerade, ist ja gar nicht so schlimm, ne? Ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Ich bin heute hier. Ich habe mir noch eine zweite. So, okay, sehr gut. Ich habe einfach mal alle Informationen auf den zweiten Bildschirm getan. Sonst mache ich das ja manchmal aufs Handy oder dann auf den aufs Tablet. So, man sieht halt, dass der Bomber sehr gut nochmal abgesichert ist. Und zwar gibt es auf der Rückseite. Oh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Ich habe hier gerade so. Sorry, dass ich die ganze Zeit hin und her klicke. Im Heckturm, also es gibt einen Heckturm mit 4 MGs, der den Luftraum hinter dem Flugzeug sichert. Den, das sieht man hier. Ja, der Pilot wackelt so ein bisschen, aber ich finde das cool, dass hier, also nicht der Pilot, der Mann am Geschütz, der wackelt ein bisschen. Aber man kann sich das, glaube ich, ja trotzdem schon mal einigermaßen so vorstellen, ne? Wie der hier dann halt das Heck des Flugzeugs gesichert hat. Dann gibt es noch 2 MGs in einem Rückenturm, also in keinem Rückturm, sondern in einem Rückenturm, welcher den Luftraum über und neben dem Flugzeug sichert. Also der kann sich dann hier wohl auch noch drehen, also komplett um 360 Grad, glaube ich. Ich weiß gar nicht, inwiefern der sich hier drehen kann, nur so ein bisschen, glaube ich. Und dann gibt es natürlich das Cockpit für den Piloten, das ist da oben, da gehen wir jetzt gleich rein. Und dann gibt es hier vorne nochmal, ganz vorne in der Kanzel quasi, also oder in der Nase einen MG-Turm mit 2 Brownings MGs vom Kaliber 303 British 7,7 mm. Und ja, ne, recht gut abgesichert, will man meinen. Ich weiß nicht, der sitzt. Ach so, der müsste wahrscheinlich eigentlich nach da oben. Der müsste sich stellen oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber sehr cooles Flugzeug. Was heißt cool? Es ist natürlich ein Flugzeug, das dafür konzipiert worden ist, um zu töten, um ja, um Leute umzubringen. Aber ich finde es halt sehr interessant, so von den ganzen MG-Türmen her. Und guck mal hier. Piccadilla Princess. Und ja, wir steigen jetzt mal ein. Das ist das Cockpit. Ja, ein bisschen eng, ne? Aber gut. Zweiter Weltkrieg halt. Da war das halt alles ein bisschen ungemütlich, ne? So. Das Blöde ist natürlich, dass das Flugzeug quasi zu allen Seiten hin. Oh, ich muss mal kurz den Controller noch holen. Oh, wo habe ich den Controller? Ganz kurz. Eine Sekunde. Ich habe ihn gefunden, den Controller. Eine Sekunde. Gut vorbereitet, wie immer. Das Blöde ist natürlich, was ist denn, wenn die Deutschen jetzt sich überlegen, wie könnten wir denn diese Bomber ausschalten und einfach sagen, hey, wir kommen von unten. Weil es gibt keine nach unten gerichtete Bewaffnung. Deshalb entwickelten die Deutschen eine Taktik, um die Lancaster-Bomber leichter abzufangen. Sie flogen einfach von unten nach oben Angriffe auf die Bomber. Außerdem verwendeten die Deutschen nach oben gerichtete MGs. Die nennen oder nannten sich schräge Musik, mit denen sie unter den Bombern durchflogen, um nach oben und nach oben schossen. Ja, das ist natürlich ein bisschen fies dann. Ich habe mir das eben so ein bisschen bildlich vorgestellt, so Fahrwerk einfahren. Wenn man dann in so einem Bomber sitzt, ne, ist ja auch recht träge, recht schwer, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat man keine Chance, oder man sitzt in einem MG-Turm und hat keine Chance, irgendwie nach unten zu schießen, kann überhaupt gar nicht handeln, nur nach hinten schießen oder zur Seite oder so. Und von unten kommt dann ein Bomber oder ein Jagdflugzeug oder wie auch immer und knallt dir dann einfach mit dem MG da so eine Salve unten ins Flugzeug rein und du wirst halt von unten
Ja, durchlöchert. Das ist schon echt, echt krass. Das ist halt Krieg, ne? Man muss sich das natürlich immer vorstellen. So schön solch oder interessant solche Flugzeuge auch sind, es sind natürlich Tötungsmaschinen und beziehungsweise andere Flugzeuge haben natürlich dann versucht, diese Bomber runterzuholen. Bomber waren natürlich immer gern gesehene Ziele, weil die waren ein bisschen träge und trotzdem haben sie halt, wenn man sie halt gelassen hat, wenn man sie nicht abgeschossen hat, konnten halt so Bomber ja ganze Städte vernichten, ne? Zum Beispiel Köln ist ja eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark beschädigt worden ist. Der Kölner Dom ist ja auch beschädigt worden, zum Glück nicht so, also schon recht stark, glaube ich, aber halt, man konnte ihn halt dann wieder aufbauen oder so weit wieder instand setzen, wobei er immer noch dran gebaut wird. Das ist ja eine ewige Baustelle. Auf jeden Fall eine schreckliche Geschichte natürlich, wenn man sich das überlegt, aber ja, das wollte ich jetzt einfach so am Rande nochmal erzählen, aber es geht halt ja hier um dieses Flugzeug, um diesen Bomber. Fliegt übrigens, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 448 Stundenkilometer in 5600 Metern Höhe. Ist jetzt gar nicht mal so viel. Dienstgipfelhöhe von 7467 Metern. Besatzung von 7 Mann, ne? Also ihr seht hinten im Heck einmal, in der Nase einmal, da oben einmal, dann noch der Pilot und keine Ahnung, wo die anderen dann auch sitzen. Wir versuchen jetzt hier gleich mal zu landen. Das Wetter ist gerade mal nicht so gut. Insgesamt gibt es 8 Browning MGs vom Kaliber 303 British 7,7mm bis zu 6350 Kilogramm Bomben gibt es dann hier an Bord noch. Und ja, das normale Startgewicht liegt bei 30.800 Kilogramm, also über ja fast 31 Tonnen. 120 Meter Tragflügelfläche, Flügelspannweite von 31 Metern, also ne, 31 Meter auch schon, ja, ist schon ein ordentliches Flugzeug, kann man so sagen. Natürlich nicht zu vergleichen, weil, was hat jetzt so eine 747 oder so? Also, aber damit kann man es natürlich nicht vergleichen, aber ich habe jetzt gerade die Daten nicht so ganz im Kopf. Sieht aber schön aus, ne, wie hier hinten da die Sonne langsam untergeht, beziehungsweise schon ein bisschen tiefer am Firmament steht. So, wir versuchen mal zu landen. Interessant auch, wie das so aufgebaut ist, das Heck überhaupt. Und mit 4 Motoren, habe ich ja eben schon gesagt, ne, also... Ich finde ja solche Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg immer wirklich von der Konzeption und so sehr interessant, wie die gebaut worden sind. Ich gucke mir auch immer gerne solche Dokumentationen an. Ich habe mir letztens auch Aviator angeguckt mit, ich glaube mit Leonardo DiCaprio war das ja, also so ein Stück. Da ging es ja auch, der hat ja auch, war ja so ein Luftfahrt-Pionier oder... Alles gibt's doch gar nicht, was ist denn hier los? Ach, Kacke. Gut, dass ich um Gottmund bin. Ey, irgendwie wollte der gerade überhaupt gar nicht landen. Der sprang die ganze Zeit hin und her. Luftfahrtpionier. Und der hat am Ende ja auch... wollte das größte Flugzeug irgendwie der Welt, glaube ich, bauen. Hat er ja auch geschafft. Das flog dann aber auch nur kurz und... also ein Hin und Her. Aber, ja, früher, ne? Heutzutage ist das alles nichts Besonderes mehr. So eine Boeing, oder eine Airbus A380 oder so. Also schon irgendwie noch was Besonderes, aber halt nicht mehr so was Besonderes wie früher. Früher, das war halt alles Pionierarbeit. Und ja, solche Flugzeuge, das ist einfach, das ist dann Geschichte zum Erleben. Und man kann natürlich in ein Museum gehen, um sich das zum Beispiel anzugucken und so. Aber dass es halt zum Beispiel auch in GTA geht, dass man sich dann so etwas angucken kann hier, finde ich einfach mega, mega, mega nice. Wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, guck mal, es wird langsam dunkel. QBP. Ich weiß nicht, wofür das steht. Guck mal, ob ich hier noch ein paar Informationen habe, die wichtig wären. So, ich mach das mal so. Also insgesamt gibt es, oder insgesamt wurden 3425 Stück hiervon hergestellt. So, ich mach das mal wieder weg. Und, die erste wurde Ende Dezember 1941 in Dienst gestellt. Ich sehe hier gerade sogar ein paar Bilder vom Krieg. In Bielefeld zum Beispiel. Boah, wie so ein Bomber da ein Viadukt bei Bielefeld zerstört hat. Oh Gott, ja, wenn man sich das mal so vorstellt. Man kann wirklich zufrieden sein, dass es keinen Krieg gibt oder hier bei uns in Deutschland keinen Krieg gibt. In so vielen Ländern gibt es ja Krieg, eine schreckliche Sache, aber na gut, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich würde sagen, wir fliegen noch ein Stück, oder? Finde ich ja schon lustig, den Typen hier. Finde ich schon nice. Sollen wir es heller machen oder sollen wir bei Sonnenuntergang? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich mache es mal wieder ein bisschen heller. Ja, ich wollte sowieso noch ein paar Sachen erklären. Wo bin ich hier gerade?
Time. Mal ein bisschen wieder zurück. Wobei, so sieht auch nice aus, oder? Na gut. So sieht's auch geil aus. So, ja, guck mal, da kann ich sofort mal ein Bild machen. Cooles Flugzeug. Sehr, sehr cooles Flugzeug. Ja, ich hatte momentan wenig Zeit, beziehungsweise diese Woche einfach wenig Zeit. Ich habe mich... Ach, guck mal, jetzt können wir uns das auch mal so angucken. Guck mal hier, das ist doch nice, oder? Das ist der andere MG-Schütze, der dritte. Ach, hier ist auch nochmal so eine Kuppel. Hier könnte dann auch nochmal einer sitzen, der vielleicht dann irgendwie schaut, worauf die MG-Schützen dann schießen sollen, der vielleicht irgendwie einen Überblick behält, weiß ich nicht. Und hier, das ist dann das Cockpit. Da sitzt dann wahrscheinlich auch nochmal ein Bordingenieur oder so dahinter oder ein Co-Pilot oder keine Ahnung, jemand, der mich dann abwechseln kann. Und hier dann der letzte MG-Schütze. So, ja, diese Woche hatte ich halt wenig Zeit, wir waren viel unterwegs, wir waren im Studio und wir waren ja auch bei JP Performance, ein cooler YouTuber, ein Autoschrauber, ein Autotuner, der echt richtig krasse Karren da stehen hat. Der sitzt in Dortmund, den haben wir mal besucht und zwar für eine besondere Aktion, da will ich aber noch gar nicht oder darf ich noch gar nicht drüber reden. Und ich habe sehr viel hier in GTA herumgefummelt und zwar wollte ich die Mod, die Grafikmod, die ja seit sehr langer Zeit in Entwicklung ist, Redux, hier installieren. Hatte allerdings sehr viele Probleme, habe das Spiel mittlerweile schon zweimal neu installiert, Redux ein paar Mal neu installiert, die ganzen Mods muss ich halt wieder rausnehmen, wieder reinnehmen und so weiter und so fort. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht kommt dann jetzt bald mal ein Video, vielleicht kommen auch mehrere Videos, wo ich dann mal diese Grafikmod vorstelle. Mein Ziel ist es halt, das Ganze mal wirklich in 4K dann auch zu zeigen, mit einer richtig hohen Auflösung. Denn ich baue mir ja momentan einen neuen Rechner oder ich sammle momentan die ganzen Teile. Unter anderem wird da eine 1080, eine GeForce 1080 von MSI oder MSI verbaut sein mit 8 GB Videospeicher. Die hat richtig, richtig Power. Und mein Traum wäre halt wirklich dann noch ein 4K-Monitor, um dann GTA mal auf Ultra in einer 4K-Auflösung zu zocken und dann halt auch mit einer fetten oder mit allen Grafikmods, die es so gibt und aus dem Spiel mal halt alles rausholen. Und das Ganze dann auch mal aufnehmen. Ob das dann wirklich so funktioniert mit Redux, weiß ich nicht. Das kostet wirklich sehr viel Zeit. Also ihr könnt euch vorstellen, manche Mods, da sitzt man einfach mal ein paar Tage dran, um die zu entwickeln. Das dauert natürlich noch viel länger. Aber um die dann hier wirklich zum Laufen zu bekommen. Ich bin jetzt auch keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht dumm oder so, aber das ist halt nicht immer so einfach. Und bin da vielleicht dann auch nicht der cleverste, was Mod-Installation angeht. So ein Flugzeug hier rein zu tun, das geht natürlich mittlerweile innerhalb von ein paar Minuten. Das ist nicht so viel Arbeit. Naja, das wollte ich einfach nochmal erzählt haben. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Redux oder so. Und dann klappt das ja vielleicht am Wochenende, wobei ich halt momentan wirklich immer mal wieder viel zu tun habe, immer viel schneiden muss, auch für Planation-Videos und so. Dann kommt manchmal der Kanal zu kurz, was mir wirklich leid tut und ich versuche das zu unterbinden, aber es geht halt nicht immer. Aber ich denke, am Wochenende kommt dann auch mal wieder, das ein oder andere Video zum PC-Zusammenbau. Ich werde mal alle Teile zeigen, wenn alle da sind, was ich denn für RAM benutze, für ein Mainboard. Und ich benutze eine neue Wasserkühlung von Cooler Master. Ein neues Gehäuse habe ich von Cooler Master und zwar das Master Case Maker 5. Sehr, sehr nice. Und ja, zwei Videos gibt es dazu schon. Unter anderem stelle ich euch das Gehäuse vor. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Also wirklich sehr, sehr gerne mal reingucken. Das ist halt wirklich sind die ersten Videos einer langen Videoreihe. Road to New PC habe ich auch schon in der Vergangenheit schon mal gemacht. Also wirklich sehr gerne mal reingucken. Und mal eine Rückmeldung geben, gerade ja, interessant ist, was ihr so für ein PC habt, was ihr gerne hättet, was ihr für ein Gehäuse habt, was ihr von dem Master Case Maker 5 so haltet. Ja, ne? Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Bilder gibt es natürlich immer bei Instagram und bei Twitter oder auch bei Facebook. Auch als wir bei JP waren, da gibt es zum Beispiel ein geiles Bild mit uns allen, also mit Ben, Dennis, mir und dem guten Jean-Pierre heißt er ja, glaube ich, ne? Dafür steht ja die Abkürzung. Wirklich ein cooler Typ. Hat mich sehr gefreut, ihn mal zu treffen. Ich habe ja mit Autos nicht so viel zu tun, obwohl ich hier viel herumtune in GTA. Aber ich habe ja viel gelernt und ich finde, es ist eigentlich auch sehr passend, ihn dann mal getroffen zu haben. Eigentlich müsste ich mit ihm mal gemeinsam eine Folge GTA 5 aufnehmen und dann mal ein Auto tunen. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Aber der gute Kollege, sage ich jetzt mal, hat immer sehr, sehr, sehr viel zu tun. Hat ja halt seine eigene Werkstatt, wo er Autos tunet und dann noch einen YouTube-Kanal mit über 600.000 Abonnenten. Und ich glaube 14 Millionen Videoaufrufe, das ist natürlich sehr, sehr krass.
Naja. Gut, das auf jeden Fall mal das Flugzeug, ne, wie man hier sieht. Avro Lancaster MK3, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausgesprochen. Ich weiß, ich habe auch letztens den Bugatti falsch ausgesprochen. Chiron, habe ich, glaube ich, gesagt. Der wird, glaube ich, Chiron ausgesprochen, ne? Französisch, ist das richtig? Ist das Chiron? Da regen sich mal Leute, kann ich aber auch verschiedene mal meisten auf und schreiben dann wirklich, ich habe tausend Leute in die Kommentare geschrieben, wie da ausgesprochen wird. Ist dann nett. Ich weiß es halt nicht. Ganz ehrlich, ich habe mich vorher mal versucht zu informieren, was ja einige Leute kritisiert haben. Ey, informier dich vorher wenigstens mal, wie man es ausspricht. Ich habe tatsächlich bei Google einfach dieses Wort mal eingefügt und der hat Chiron gesagt. War jetzt nicht das cleverste, hätte ich mir mal ein Video angucken sollen. Habe ich aber nicht gemacht, ne? Aber ich glaube, Chiron, ja, ist richtig. Je m'appelle Patrick, j'habite à Cologne, voulez-vous coucher avec moi, Chiron, ja? So. Mein Französisch ist einfach super. Auf jeden Fall euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt gerne mal in den Kommentar schreiben, was ihr von diesem Flugzeug haltet. Überhaupt von solchen Oldtimer-Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Ersten Weltkrieg. In Battlefield 1, da fliegt man ja auch ein paar Doppeldecker und so, ein paar Bomber. Sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Bin ich mit Dustin zum Beispiel mal über das Schlachtfeld geflogen. Coole Sache, ich freue mich mega auf Battlefield 1, aber gut. Ich drifte wieder ein bisschen vom Thema. Und was habe ich gesagt? Genau, euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen wollt, dann lasst den da. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich euch damit nerve, dann, keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Gut, haut rein, dann bis dann. Und am Wochenende geht's weiter mit dem PC-Zusammenbau. Gerne mal reingucken. Bis dann. Ciao. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich hiermit ja auch schießen kann. Ja, ein Maschinengewehr habe ich. Und zwar kann ich den Turm hier einmal steuern. Also, wir können hier zum Beispiel, ne, einmal überall hinschießen. Aber gut, ist jetzt nicht so spannend. Ansonsten kann ich das auch gerne nochmal in einer neuen Folge zeigen. Bis dann. Tschüss.